Ja Leute, heute reden wir den Namen Rachel. Ich grüße alle Rachel da draußen. Schön, wie geht's euch? Ich bin Andreas. Das ist jetzt am Rande. Also Rachel, der Name bedeutet Mutterschaf. Kommt aus dem Hebräischen und der Name Rachel, da ist halt in Deutschland nicht so weit verbreitet, eher in amerikanischen und englischen Ländern. Ja, ich finde den Namen Rachel vom Klang her also recht schön. In Deutschland klingt der Name Rachel mit Rachel nicht so toll, nicht so klangvoll. Und ich kenne hier keine Rachel, leider. Aber vielleicht werde ich meine Rachel kennen. Der Name wird ja auch mit Q geschrieben oder mit Q oder UL oder Rachel, nennt sich das dann in Deutsch. Oder Rachael gibt es ja auch mit RACAIL. Ja, Bedeutung Mutterschaf, ja, halt, kann man auch so deuten, die Beschützerin Rachel. Ja, vom Klang her, wie gesagt, gefällt er mir. Ja, und Rachels kenne ich keine. Ja, und die Verbreitung in Deutschland ist, wie gesagt, denke ich mal, es gibt nicht viele Rachels, denke ich mal. Hier im Sauerland habe ich noch keine Rachel kennengelernt. Ja, also was gibt es noch zu so einer Rachel? So, ja, es gibt natürlich auch berühmte Rachel, wie zum Beispiel Rachel Weisz oder die Schauspielerin Rachel aus den 60er Jahren. Und ja, ansonsten weiß ich jetzt nichts mehr zu Rachel zu sagen. Wie gesagt, noch Hebräischen ist nicht weit verbreitet, klingt schön. Zumindest die englische Sprache, in Deutschland Sprache mit Rachel klingt es nicht schön wie Rachel. Rachel finde ich schöner. Wir grüßen mal Rachel raus, mal sie wieder fahren, auf dem Hof, was ich da runter. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.